Dovahkiin, Freunde, ich bin zurückgereist. Und zwar, weil mir aufgefallen ist, dass ich vielleicht erst ein paar Sachen verkaufen sollte, bevor wir in den Dungeon gehen. Deswegen, ey, Adriana Abeniki. Wollt ihr euch schützen oder schaden? Ich würde gerne dir meinen ganzen Scheiß andrehen, den ich nicht haben möchte. Weißt du was? Komm, du kriegst auch die Sachen. Spitzhacke behalte ich mal. Stahlteil mit Funkenschlag, ja. Eisenhelm. Als ob ich nicht genug Zeug am Start hätte. Wir wiegen immer noch 200. Oh, ich habe noch ganz viel Eisen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Kreislauf bin. Nee, aber du sagst es schon. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Ich würde gerade mal hier den ganzen Scheiß abladen. Grunumerz, das, Drachenknochen, Drachenschuppen, Eisenbarren, Eisenerz, Golderz. Ich hoffe, das Zeug ist noch alles da, wenn ich wieder zurückkomme. Horkerzahn, Krug, Mammutstoßzähne, Silbererz. Die Knochen, die Steine behalte ich mal, weil die sind, glaube ich, wertvoll und wiegen nicht wirklich viel. Tränke, komm, legen wir auch hier gerade mal rein. Zutaten. Die wiegen wahrscheinlich auch nichts, aber komm. Ehrenmann. So. Da habe ich auch nicht mal wirklich viel. Was wiegt denn hier so viel, Alter? Willst du mich komplett verarschen? Komm, Kaiserrobe ablegen. 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 Das kann ich nicht ablegen. Die Bella-Statue. Die ganzen Seelensteine wiegen auch nicht wirklich viel, ne? Na komm, 95 von 400, damit können wir leben. So. Staubmanns Grab, ich komme. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt zweimal da hin und her gereist bin, aber was will man machen, ne? So. Hey. Bin auf dem Weg. Mit meinem Baby. So, ich hoffe, Farkas ist schon am Stissel. Ach, hier sind Banditen, ne? Oh Gott, ich höre einen Drachen. Muss los. Ah, die transportieren Gefangenen. Ich lasse die aber mal, glaube ich. Ne? Ich will eigentlich nicht unbedingt mit den Talmor rummachen hier. So, Staubmannsgrab. Ich glaube, da oben das, ne? Ich glaube, da oben... Ja, da steht auch jemand. Da stehen zwei Leute. Wieso stehen da zwei Leute? Kurzer Schnellspeicher. Ach, es sind nicht zwei Leute. Es ist einer und so ein Nippel. Hi, Farkas. Wir sollten weitergehen. Deshalb hat Skor dies meine Prüfung genannt. Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Okay. Also gut. Ja, dann rein in die Olle, wa? Hier ist nichts mehr zu looten. Gut. Ich werde aber trotzdem versuchen zu schleichen, auch wenn Farkas natürlich absolut nicht dafür gebaut ist. Gas. Hier scheint jemand gegraben zu haben. Wackers! Das erst vor kurzem. Shh. Seid vorsichtig. Ah, verdammt, Wackers.
Alles versaut hast du. Oh. Gold. Da sieh mal einer an. Was haben wir hier? Die Schlacht von Sancretor. 2-Dick verbessert. Nicht, dass ich es jemals benutzen würde, aber... 10 Gold. 10 Gold und ein Eisenhelm. Dann wollen wir doch mal gucken, wo wir hier hinkommen. Vorsicht bei den Graben. Sei leise! Farkas, halt dein Maul! Ich versuche hier reinzuschleichen und du laberst die ganze Zeit. Oh fuck, okay, Farkas. Rudi muss los. Okay, Trauger fürs Farkas. Könntest du bitte helfen? Farkas? Du darfst ihn angreifen, Farkas. Farkas? Farkas? Wie wär's, wenn du den mal angreifst? Danke. Oh Gott. Okay, kurz den looten. Ebenerzschwert. Ehre. Drauger Wicht. Ist Farkas zufällig irgendwie tot oder sowas? Ey, Drauger Wicht, kannst du mal bitte... Alter, Farkas, ne? Du machst es mir echt nicht leicht hier. Okay, kurz speichern. Ja, Farkas Schleich-Skills sind halt nicht auf dem gleichen Level wie meine, so wie es aussieht, ne? Okay, hier ist nichts mehr. Gold. So. Kann ich dir sagen, dass du hier warten sollst? Nein, verdammt, Alter. Farkas verrät mich die ganze Zeit hier. Frechheit. Farkas, sei still jetzt, Mann. Oh lol. Farkas ist viel zu laut. Oh, ein Eisenbarren. Barren kann ich leider nicht umwandeln. Gold. Hier scheint einer so ein Ding umgekippt zu haben. Okay. Eine alte Opferstätte der Nord. Seid vorsichtig. Versuchen wir, die Gitter zu öffnen. Okay. Lederriemen. Ich loote erstmal, ne? Man kennt ihn. Trank des Waffenschmiedens. 8 Gold. Mal 2x Truhen. Verbrannte Bücher. Bett. Ich kann meine Waffe nicht ziehen. Farkas. Jetzt schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Ach, keine Mann. Angst. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser. Farkas, da ist hinter dir. Es ist Zeit zu sterben, Hund.
Diese Rüstung trägt, stirbt. Komm, lass mich einen Bogen ziehen. Eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Genau das meine ich. Das meine ich mit Shapeshifter. Ups, Alter. Vargas? Vargas? Hey. Was? Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Dezent. Was war denn das? Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Werdet ihr mich auch zu einem Werwolf machen? Nein. Nur der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Ehre? Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Draugr machen uns noch Probleme. Okay. Loot? Ne? Ich gönne mir mal gerade alles. Ich mach den Lufo und drück einfach immer R und nehme einfach alles mit, was sie dabei haben. So, ne, Farkas? Ich will das Bestienblut zwar haben, aber ich werde es dann gegen Vampirblut austauschen später. So. Und deswegen mache ich die Questlinie ja zuerst, weil man, wenn man das Bestienblut hat und ein Vampir wird, das Bestienblut verliert und andersrum auch. Oh. Guck mal da, Farkas. Was war das? Farkas, sei leise. Jetzt gehört ihr mir. Du hast verkackt, Mädchen. Dein Ernst? Ich bin hinter ihr. Okay, offensichtlich funktioniert das nicht so ganz, wie ich es haben möchte. das mit dem Schleichen ist hier irgendwie so ein bisschen ungeil mit den Gefährten. Aber was will man machen, ne? Ich muss... Oh. Geld? Nichts, oder? Doch? Nee. Was? Elfenhelm. Okay, vielleicht muss ich halt einfach mehr auf den Bogen setzen und von weitem die wegsneaken. Wir setzen gerade nochmal einen Schnellspeicher. Da sind hier ein paar Kollegen, die noch am Leben sind. Hi. Oh, Gold, okay. Du hast noch ein bisschen was. Mehr Gold. Ich will Gold. Ich mag Gold. Okay, so. Und wir sind voll. Wir lassen die Axt hier einmal liegen und weiter durch die nächste Tür. Vorsichtig. Okay, Farkas, Problem. Ich könnte den wahrscheinlich one-shotten. Aber nicht, wenn du mir hinterherläufst. Okay, ich gehe das Risiko mal ein. Okay, so viel zur Ehre, Alter. Farkas, Alter, du verkackst doch alles, ne? Wo ist er hin? Da. Fuck. Bisschen tiefer. Das gibt's doch nicht.
Das ist schon frech hier. So. Pfeile. Der ist halt gut was wert, der Zwergenbogen, ne? Ich glaube, ich lasse hier lieber diese alten Nordteile liegen. Guck mal, der hier. Der hat doch auch geile Sachen dabei. Eisenhelm, nicht so geil. Silberbarren. Mal hier, so eine Rüstung ist, glaube ich, einiges wert. Deswegen, So, der ist eh geklaut. Und noch eine Kiste. Und hier sind auch, glaube ich, noch ein paar Pfeile am Start, die ich hier versenkt habe. So. Was haben wir denn da? Da ist irgendwas aufgegangen. Ach, guck mal eine an. Eine Truhe mit 22 Gold. Krass. Da hat sich das doch gelohnt. So. Gold. Guck mal, da liegt ein toter Bandit drauf. Falkenfedern. Komm, weißt du was? Ich lass dir mal so einen Eisenhelm hier gerade. Da ist noch eine Kiste und eine Urne. Makelloser Amethyst. Gold. Komm, die Kiste. Meister, kein Problem für meinen Lockpick hier. Der kann eh nicht zerbrechen. So. Ebenerz Rüstung. Ich habe auch gerade eine Lederarmschiene mitgenommen, so wie es aussieht. Weißt du was? Wir lassen die ganze Lederrüstung hier liegen. Genauso wie die Dinger. Ich wiege immer noch zu viel? Nee. Oh, guck mal, Gold. Alter Farkas, ne? Du machst viel zu viele Geräusche, Bro. Du bist viel zu laut. Ich bin sneaky. Und du machst zu viel von Ton her, Alter. Ich glaube, hier wird sich was öffnen, wenn ich hier runtergehe. Aber wir gucken mal. Was haben wir denn hier noch? Gold. Ein paar Tränke. Orkschwert kann da bleiben. Okay, ist hier noch was? Guck mal, hier kann man durchgucken. Ich glaube, da waren wir gerade, ne? Na gut, dann durch die nächste Tür und... Hi. Sonst noch jemand? Neue Stufe. Ich würde sagen, das nehmen wir gerade mal an. Natürlich wieder Ausdauer. Aber in Illusion gehen wir auf stummes Zaubern. Alle Zauber, die aus dieser Schule der Magie gewirkt werden, sind für alle anderen lautlos. Endlich, Alter. Endlich. So, den kann ich nicht durchsuchen. Ich hätte gern meinen Pfeil zurück und dein Geld. Da sind wir hergekommen. Hier hätte ich auch gerne den Pfeil und das Geld zurück. Da nehme ich nur das Geld. Hier kann ich nichts nehmen. Hier nehme ich Gold, einen Granatstein und meinen Pfeil. Okay, Farkas, bitte, bitte, versuch leise zu sein, ja? Wir haben hier... Oh Gott. Wir haben hier ein paar wichtige, ein paar wichtige Gäste, die wir nicht stören wollen beim Schlafen. Deswegen... Bitte trampel nicht so. Komm schon, Bro. Bro, Alter. Nichts. Lassen wir die Spielchen.
Dein Ernst? Oh Gott, okay, Problem. Ich hab Farkas gegeben. Komm zurück. Du findest mich nicht. Ich hab Farkas aus Versehen eine gegeben, Alter. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Upsi. Gelitten, Mädchen. Die Stahlplattenrüstung gönne ich mir. Ich lasse dir dafür was anderes da, ja? Du könntest... Ja... Wie wär's mit... Keine Ahnung, ein paar Fellrüstungen? Sowas? Nee, du, ich wiege immer noch zu viel. Du kriegst die Schuhe auch noch dazu, oder? Und vielleicht... Keine Ahnung, ein bisschen Wein, ein Bier. Ich weiß nicht, was könntest du denn sonst noch... Was interessiert dich denn so? Würdest du dich mit einem Elfen-Zweihänder... Oh ja, okay, gut. Hey! Sorry, Farkas. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig gut gelaufen für dich. Aber wir haben es überlebt. Ich habe die Alte weggemacht. Ne? Guck mal, da ist noch einer, Farkas. Sei ganz kurz leise, ja. Okay, gut. Gut gemacht, Farkas. Wir müssen hier vorsichtig sein, Brudi. Guck mal, da ist noch einer. Ja, ich bin gar nicht overpowered. Alles gut. Oh, guck mal, eine Uhr, ne? Mit 4 Gold. Haben wir hier noch irgendwelche Kollegen, die hier noch leben, zufällig? Ich sehe gerade keinen. Da ist eine Kiste. Ist hier irgendwo eine Falle? Nein. Okay, hi. Der ist tot, der hat einen Ring dabei. Gucken wir mal, was in der Kiste noch so alles drin wäre. Oh. Gold, Rolle. Oh, die Rollen sind immer ganz gut. Ich habe gerade aus Versehen mein Schwert weggepackt. Okay. Kurzer Schnellspeicher und wir gehen durch die Tür. Aber Freunde, wir gehen erst in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.